Nachdem Jesus am Karfreitag gefoltert und umgebracht worden ist, sind zwei von seinen Jüngern ganz enttäuscht nach Emmaus aufgebrochen. Unterwegs ist ihnen aber der Auferstehende begegnet, ohne dass sie es gemerkt haben. Sie haben miteinander geredet, sie haben miteinander Mahl gehalten. Und als sie ihn erkannt haben, sind sie umgekehrt, zurück auf Jerusalem. In der Osterzeit haben wir auch eine Predigtreihe, die wir nennen von Emmaus nach Dietikon. Wir wollen uns von Christus beschenken lassen, uns Gedanken machen, was denn das bedeutet, dass er auferstanden ist, was das bedeutet für unser Leben, für unsere Pfarrei, für unsere Gemeinschaft. Komm mit uns mit in der kommenden Osterzeit. Ich bin gespannt, was wir da für neue Facetten, für neue Impulse für unseren Glauben entdecken werden.